Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1500. nächste Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich bin noch ein kleines bisschen außer Atem, denn ich bin gerade mit affenartiger Geschwindigkeit zurückgerannt zum Starbucks, bei dem ich einen grünen Tee getrunken hatte, denn ich habe da mein Handy liegen gelassen. Und Gott sei Dank lag es noch an genau der gleichen Stelle auf dem Fensterbrett. Ich hatte es dahin gelegt, um einen besseren Empfang zu bekommen für den Empfang eines großen Mail-Datei-Anhanges. Denn es war nur eine Edge-Verbindung und auf dem Fensterbrett, da gab es 3G, also volle UMTS-Geschwindigkeit. Und deswegen hatte ich es dahin geparkt und dann hat mich irgendwas abgelenkt. Ich habe bezahlt, den Laden verlassen und ja, am Ende des Tages habe ich es ja wiederbekommen und bin sehr, sehr dankbar dafür, denn das ist ja kein billiges Telefon und natürlich wäre das ein Riesenverlust gewesen. Die ganzen Daten sind auf dem iPhone, ihr kennt das ja alle, wie sich das mit dem Smartphone verhält. Man hat plötzlich lauter wichtige Daten auf dem Telefon drauf und auch wenn man da einen Zugriffscode drauf gesetzt hat, so richtig sicher ist die Sache natürlich nicht, bis man an den nächsten Computer kommt und dann das Telefon fernlöschen kann. Das geht ja, dass man sich dann einfach ins Internet einwählt, sein Telefon aufruft und dann per Mausklick alle Daten runterschmeißt. Aber das dauert natürlich ein paar Minuten. In der Zeit ist zumindest eine Missbrauchsgefahr vorhanden. Anyway, ich hab's wieder und es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Telefon verliere. Ich habe vor vielen Jahren, da bin ich gerade neu in Hamburg gewesen, das war 97, ich glaube 1997, ja. Genau, ich glaube 1997 war es, habe ich mir eine Fahrkarte am Dammtorbahnhof gekauft und habe mein Handy, das war damals ein Motorola International 8700, im Prinzip genauso teuer wie heute ein iPhone, habe ich da liegen lassen und bin dann am Wochenende nach Nürnberg gefahren. Ja, und als ich dann in Nürnberg war, fiel es mir auf, damals hat man das gar nicht so schnell bemerkt, wenn das Telefon fehlte, denn man hat das Gerät ja nur zum Telefonieren benutzt. Heute, wo man das Telefon quasi die ganze Zeit in der Hand hat, weil man darauf irgendwelche Sachen googelt, weil man da seinen Facebook-Account updatet, was viele ja machen, oder weil man damit Musik hört, man ist ständig beschäftigt mit diesem Handy und das war früher nicht der Fall, deswegen ist der Verlust nicht so schnell aufgefallen. Aber als ich dann in Nürnberg war und meine Abholung organisieren wollte, ja, da fiel es mir dann auch auf und dann hatte auch dieses Reisecenter schon geschlossen. Aber als ich dann am Sonntag zurückkam, da war dieses Handy noch da. Ein ehrlicher Finder hat es abgegeben und ich war wieder glücklich. Jetzt möchte ich von euch mal wissen, was habt ihr alles schon verloren an wertvollen oder für euch wertvollen Sachen. Das heißt ja nicht notwendigerweise ein hoher Materialwert, sondern es kann ja auch einen hohen symbolischen Wert haben, einen immateriellen Wert. Was habt ihr schon verloren und was habt ihr glücklicherweise wiedergefunden? Würde mich mal interessieren, könnt ihr mir als Kommentar auf die Seite setzen oder auch als E-Mail. Oh, läuft ja schon wieder. Ja, ein Anruf hat die Aufzeichnung unterbrochen. Also ich war da stehen geblieben, dass es mich interessiert, was ihr schon mal verloren habt, was für euch einen hohen Wert hatte, welche Art auch immer und dass ihr mir das an nachtzug@ime.de schreibt. Ja, und weil wir gerade beim Thema Starbucks sind, ich bin ja, wie ihr vielleicht noch nicht wisst, Sammler von Starbucks-Tassen aus aller Welt, denn das ist eine schöne Reiseerinnerung. Man kann sie immer nur in dem Land kaufen. Das heißt, ich könnte mir hier in Deutschland jetzt keine Tasse aus Kuala Lumpur beispielsweise kaufen. Oder aus Sydney. Geht einfach nicht, denn die gibt's eben nur dort. Und das ist auch gut so, denn dann hat's nicht jeder. Und man sieht halt, okay, da war ich halt wirklich selbst gewesen. Aber gut, man kann sich natürlich auch was mitbringen lassen. Man kann es bei eBay ersteigern. Es gibt ja, glaube ich, einen ziemlich dicken Markt für diese Tassen aus aller Welt. Ich jedenfalls habe meine selbst gesammelt, aber das wollte ich gar nicht ansprechen, sondern dass es in Hamburg keine Hamburg-Tassen gibt. Denn man kann sich's vorstellen, das sind beliebte Mitbringsel. Und der Starbucks, in dem ich heute Morgen war, wo ich das Handy habe liegen lassen, der hatte keine Hamburg-Tassen. Und der meint, immer wenn die Hamburg-Tassen kriegen, sind die so schnell wieder raus, dass ich mich ernsthaft frage,
Wollen die das Geschäft nicht machen oder warum bestellen die nicht die doppelte, dreifache, fünffache Menge an diesen Starbucks-Tassen? Vielleicht gibt es da ja eine sinnvolle Begründung dafür, aber ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback, denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.